Heute kochen wir Kohlrouladen in dem neuen gusseisernen Topf vom Pemberchef. Es ist ein emailliertes Gusseisen, so dass kein Einbrennen erforderlich ist. Geeignet für Induktion, Gas, Ofen, hitzebeständig bis 260 Grad, Spülmaschine geeignet, hervorragende Wärmeleitung und Speicherung, perfekte Anbrateigenschaften, zeitloses Design. Ich finde, der sieht total schick aus und es hat 30 Jahre Garantie. Dann beginnen wir mit der Zubereitung. Ich brauche Zwiebeln klein schneiden. Hier nehme ich unseren Superhacker sehr gerne dazu. Und hier seht ihr, ich nehme Schneidfest auch gerne nicht nur fürs Schneiden, auch fürs Transportieren. Mit dem Sparschäler habe ich auch ganz schnell Möhrchen geschält. Es sind wirklich Sparschäler. Der macht sehr feine Streifen bzw. schält sehr fein ab. Es ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ich nehme es übrigens auch sehr gerne für Parmesan. Und hier gehe ich schon an die Kohlzubereitung. Ich habe Spitzkohl genommen. Ihr könnt natürlich Kohl eurer Wahl nehmen. Ich habe mit dem kochenden Wasser Kohl einfach übergossen. Ich mag sehr gerne, wenn mein Kohl noch im fertigen Gericht etwas Biss hat. Deswegen koche ich es nicht. Ich trenne die Blätter vorsichtig ab und dazu lasse ich mein Kohl immer im heißen Wasser liegen. Ich habe mir zu Hilfe unsere neue tolle Zange genommen. Das Wasser ist ja schließlich sehr, sehr heiß. Den harten Strunk habe ich auch etwas feiner gemacht, indem ich das Gröbste abgeschnitten habe. Und jetzt nehme ich unseren gusseisernen Topf, erhitze leicht Pflanzenfett und lasse meine Zwiebeln glasig anbraten. Während die Zwiebeln anbraten, bereiten wir die Füllung zu. Und zwar habe ich hier etwas Reis vorgekocht, also nicht fertig gekocht, etwas vorgekocht. Dann habe ich Puttenhackfleisch genommen, etwas Gemüsepaste, Salz und Pfeffer. Ich finde, dass hier bei den Kohlrouladen wirklich zu viele Gewürze nicht nötig sind. Es reicht nur Salz und Pfeffer. Natürlich ist es immer Geschmackssache. Wir haben auch einen neuen Kartoffelstampfer im Programm, was ich an dem toll finde. Der liegt ganz flach in der Schublade und passt perfekt in die Geschirrspülmaschine, auch flach. Hier seht ihr, man kann den verstellen. Und das mache ich auch gerne nicht mit der Hand die Füllung vermischen, sondern mit dem Kartoffelstampf. Zu den Zwiebeln gebe ich jetzt unsere Möhren hinzu. Ich nutze sehr gerne unsere Messbecher. Wir haben die im Vierer-Set für alles Mögliche, für Flüssigkeiten, auch für Mehl oder wie hier für Zwiebeln und Möhren. Sehr praktisch auch für sämtliche Flüssigkeiten, da ist wirklich nichts drauf. So, jetzt wird unsere Möhren-Zwiebelmischung weiter glasig angebraten. Jetzt entnehme ich einen Teil davon für die Füllung und auch fürs Schichten von unseren Rouladen. Die Tomaten, geschälten Tomaten aus der Dose, zerkleinere ich auch mit dem Stampfer und lasse es auch etwas anbraten. Jetzt geht es weiter mit der Füllung. Hier gebe ich die Möhren-Zwiebelmischung etwas dazu, dann gebe ich etwas Tomatenmark dazu, beziehungsweise man kann auch Tomatensaft oder aber auch Gemüse oder Fleischbrühe hinzugeben und alles gut vermischen. Dann geht mein Stampfer einfach in die Geschirrspülmaschine. Die Blätter von Kohl, die nicht so schön waren, habe ich einfach zerkleinert und auch zu Tomatenmischung in den Topf hinzugefügt und leicht angebraten mit Tomatenpaste und auch Gewürzen. Jetzt bleibt uns nur noch die Rouladen füllen. Und zwar gebe ich eine große ordentliche Menge Füllung in das Blatt rein und wickele es feste zu, so dass ich danach das ganz gut in den Topf befördern kann.
Ich arbeite sehr gerne auf unserem Schneidbrett, auf dem großen Schneidbrett. Der ist geräumig, hat Saft drin auf einer Seite, auf der anderen Seite ist es ganz plan. Und es hat auch diese Anti-Rutschnoppen an den Seiten, die grauen, dass das auch total praktisch ist, dass mir mein Brett nicht an der Oberfläche hin und her rutscht. Hier seht ihr auch, dass mein Koll etwas anreißt, was ich überhaupt nicht schlimm finde, weil ich schon erwähnt habe, ich mag mein Koll noch leicht bis fest. Und ich koche, als wenn ich die Blätter abtrenne, mein Koll nicht. Hier schichten wir schon unsere Kohlrouladen in die leckere Soße hinein. Etwas Soße habe ich weggenommen, damit ich das so zwischen den Schichten auch legen kann. Das muss aber nicht sein. Restliche Kohlstücke habe ich obendrauf einfach gepackt, weil ich nicht gerne es wegschmeiße und möchte nicht, dass das im Kühlschrank einfach liegt. Es schmeckt auch so dazu, wenn es geschmort ist. So, jetzt geht der Deckel zu und unser Topf macht die ganze Arbeit. Hier muss ich wirklich ganz langsame Hitze hinzugeben. Ich habe etwas Wasser noch dazu gegeben, so dass wir den Topf voll haben, dass ich dann auch die Soße habe. Und schaut mal her, die Farbe ist perfekt. Mein Koll ist noch bissfest. Die Füllung ist sehr saftig, sehr lecker. Der Topf sieht schick auf dem Tisch aus. Also viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Bis bald!